Während der Goldpreis nicht dramatisch, aber doch relativ konstant nach unten geht, geht der Preis für den Dollar nicht dramatisch, aber relativ konstant nach oben. Silber ist nochmal eine andere Geschichte mit der immensen Volatilität, die wir da gesehen haben. Aber die Frage stellt sich, ob wir das, was wir beim Dollar sehen und vor allem bei Gold und Silber sehen, Vorbote ist für eine Korrektur, eine Zwischenkorrektur zumindest für die Aktienmärkte. Denn man muss sich schon die Frage stellen, und die Börse blickt ja in die Zukunft, handelt die Zukunft, kann es noch besser werden? Wir haben Blockbuster-Zahlen der US-Unternehmen überwiegend. Wir haben eine immense Erwartung an eine Wirtschaftserholung. Und das genau ist das Problem auch für Gold und Silber, denn die Inflationserwartungen steigen. Damit steigen auch die Renditen für Staatsanleihen in den USA. Die Zinskurve versteilt sich. Und wenn die Renditen für Staatsanleihen steigen, dann wird eben wieder die Konkurrenz der Staatsanleihen, der Renditen ins Feld geführt. Der Gold oder Gold hat ja nur einen einzigen Nachteil im Prinzip. Es ist nicht verzinst. Wenn also die Kapitalmärkte Zinsen und die Zinsen vor allem von Staatsanleihen steigen, dann wird Gold tendenziell unattraktiver. Schauen wir uns die derzeitige Ausgangslage mal an. Wir sehen hier den Goldpreis, der an einer zentralen Unterstützungslinie handelt, wenn man so will. Dieser Aufwärtstrend seit März bezeichnet ja, dass Gold im März 2020, als die Corona-Panik war, auch gefallen ist, aber dann gab es diese massive Erholung. Aber jetzt sehen wir, jetzt kommen wir kontinuierlich eigentlich nach unten, tiefere Hochs, die wir hier sehen. Wenn Sie hier nichts erkennen, sehen Sie alles richtig, meine Damen und Herren. Jedenfalls drohen wir jetzt aus diesem Aufwärtstrend, der seit letzten März der Fall ist, hinaus zu fallen. Wenn wir uns hier mal bei Gold den Goldpreis vergleichen mit den Gold Holdings des SPDR, also des ETFs, das ja physisch Gold teilweise lagert, praktisch hinterlegt, dann sehen wir, hier sind Abflüsse, die Gold Holdings sind gefallen, das SPDR, und der Goldpreis geht relativ parallel dazu, wie man hier sieht. Das heißt, hier sehen wir gewisse Abflüsse, die letztendlich den Preis leicht unter Druck bringen, und wir sehen jetzt nach massiven Zuflüssen in Silber ETFs sehen wir jetzt Abflüsse. Gestern zum Beispiel Abflüsse. Wir hatten ja diesen massiven Anstieg von Silber auf über 30 Dollar, höchster Stand seit 2013. Und dann ging es aber runter. Dann hat es eine ziemlich deftige Korrektur gegeben vorgestern. Gestern so eine leichte, zittrige Erholung, aber nicht sehr überzeugend. Jetzt sind gestern jedenfalls hier Mittel abgeflossen. Und interessant ist, dass wir am 1. Februar, als wir diese immense Volatilität hatten, als wir hier diesen Preisanstieg hatten, hatten wir die fünfte höchste Open Interest Situation bei Silber. Das heißt, so viele Future-Kontrakte auf der Long- und auf der Short-Seite. Wie gesagt, das sind extrem hohe Werte. Da ist also extrem viel passiert. Es gab ja das Gerücht zumindest, dass Silber das nächste heiße Ding sein sollte bei dem Forum Wall Street Bets. Das haben die Wall Street Bets Forummitglieder immer heftigst bestritten. Hat es also jemand anders initiiert, dieses Gerücht? Jedenfalls sehen wir, US Mint, das ist die Münzprägeanstalt der USA, immense Nachfrage nach Gold- und Silbermünzen, gerade in dieser Zeit, als eben dann dieser Push kam, Silber, das nächste GameStop, das war ja sozusagen hier das Gerücht im Mindesten. Jedenfalls sehen wir, dass diese massive Nachfrage eben jetzt nicht korrespondiert mit dem Preis. Was ist da los? Das ist die große Frage. Aber vielleicht zur Erklärung, warum derzeit die Konstellation eben nicht so toll ist für Gold und Silber. Normalerweise müsste man ja denken, Gold, wenn Inflationserwartung ist, das ist positiv, denn Gold ist ja ein Hedge gegen Inflation. Aber es ist eben auch so, dass die Anleger wählen können, und Gold ist normalerweise ein sicherer Hafen. Das sind US-Staatsanleihen aus Sicht größerer Investoren auch. Und wenn die Renditen für US-Staatsanleihen steigen, dann ist das eben letztendlich wieder eine Chance, Renditen zu bekommen, die ja in letzter Zeit eher geringer geworden ist. Das heißt, dann geht Geld in diese Staatsanleihen rein, weil man sich sagt, okay, das könnte funktionieren, und der Anstieg der Inflationserwartungen muss dann kompensiert werden eben durch steigende Renditen bei US-Staatsanleihen. Hier sehen wir, das ist derzeit der Fall. Möglicherweise brechen wir jetzt doch nach oben aus bei der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. 1,144, so der letzte Stand der Rendite. Da sind wir das letzte Mal in dieser Zone gescheitert. Dann ging es wieder so ein bisschen zurück. Jetzt vielleicht der nächste Anlauf. Jedenfalls sehen wir, dass der Spread
zwischen der 10-jährigen und der 2-jährigen US-Staatsanleihe. Das ist die maßgebliche Benchmark, um praktisch die Zinskurve zu berechnen, ist jetzt so groß wie seit 2017 nicht mehr. Also da tut sich was. Warum ist man so optimistisch? Wir hatten gestern einen sehr guten ISM wieder gesehen, Dienstleistung. Davor schon Gewerbe ziemlich gut oder auf jeden Fall deutlich über 50. Hier sehen wir gestern den ISM-Service deutlich über 50, sogar nach oben weisend. Und hier unten sehen wir mal die Guidance durch die Unternehmen, also die Erwartungen der Unternehmen. Und da werden diese Erwartungen nach oben geschraubt jetzt in dieser Berichtssaison. Man ist also optimistisch, dass es sehr, sehr positiv weitergeht. Auf der anderen Seite haben wir ca. 90% der kleineren Unternehmen in den USA, wie hier eine Umfrage zeigt, die sagen, wir sind noch nicht da, wo wir vor der Corona-Geschichte waren. Und ungefähr 30% sagen, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Also hier gibt es offenkundig eine Differenz zwischen größeren Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, und kleineren Unternehmen. Aber dennoch, die USA stehen besser da, nicht nur in Sachen Impfung, nicht nur in Sachen Lockerungen, für Lockdowns etc., die ja in den USA nicht flächendeckend der Fall sind. Hier sehen wir mal Retail and Recreation Areas. Da sehen wir also, wie die Leute sich sozusagen im öffentlichen Raum bewegen anhand von Google-Daten, Mobility-Daten. Da sehen wir die USA hier noch am besten um und bei 23-24% unter dem Niveau von vor Corona. Und dann folgen mit doch relativ weitem Abstand die europäischen Länder. Das heißt, wir sehen hier, die Menschen sind schon mobiler in den USA als hierzulande, als in Europa. Wenn wir jetzt zu den Aktienmärkten kommen, Blockbuster-Zahlen, Amazon, Apple war gut, alles war natürlich fantastisch und alles war viel besser, als wir es erwartet haben. Aber kommt jetzt trotzdem eine Korrektur, weil eben die Börse die Zukunft einpreist und es irgendwie kaum mehr besser geht, hat man das Gefühl. Paradox, aber oft ist es so. Wir sehen hier den Zyklus, nachdem der neue Präsident im Amt ist, dann geht es Anfang Februar nochmal nach oben. Das haben wir gesehen, hatte auch zu tun mit dieser GameStop-Story. Das hatte ich versucht im Marketfester gestern auszuführen, eben die Auflösung von Hedge-Positionen, nachdem doch die Hedgefonds nicht gekippt sind, ist jetzt aber die Party vorbei. JP Morgan warnt ja davor und sagt, also wenn wir jetzt nicht eine Rallye nochmal kriegen aufgrund dieser Blockbuster-Zahlen, dann stimmt was nicht, dann haben wir vielleicht das Top gesehen. Und schauen wir uns mal hier die FANG-Aktien an. Oben haben sehr schön angefangen, aber sind dann eben doch abverkauft worden, nicht dramatisch, aber eben, es hat nicht mehr wirklich ins Plus gereicht. Hier sehen wir Information Technology gestern negativ. Großer Gewinner war gestern Energie, hat dann auch wieder zu tun mit Inflationserwartungen, nachdem die Daten gut waren aus den USA, auch ADP-Arbeitsmarktberichte sehr, sehr gut. Aber es ist eben so, dass hier die großen Tech-Werte jetzt nicht wirklich so in der Summe, in der Gesamtheit toll laufen. Wir sehen, dass nach wie vor auch die Marktbreite fehlt. Weniger als 30% der Unternehmen im S&P 500 performen besser als der Index selbst. Und jetzt gibt es ja diese Geschichte mit dem Januar, so der Januar, so das Gesamtjahr. Das ist sozusagen eine Börsenweisheit in den USA. Und wenn der Januar positiv war, dann war auch in 37 Fällen der letzten Jahrzehnte, nämlich seit dem Zweiten Weltkrieg um und bei, war auch das Gesamtjahr positiv in den USA. Wenn der Januar negativ war, war das Gesamtjahr nur 5-mal positiv. Und wenn der Januar schlecht war, dann war in 14 Fällen auch das Gesamtjahr schlecht und in 14 Fällen war es aber nicht schlecht. Also es ist immer die Frage, wie solche Statistiken aufzufassen sind, aber es setzt sich so ein bisschen in den Köpfen fest. Guckst du auf den Januar, das ist eine gute Prognose für das Gesamtjahr. Kommen wir jetzt zu dem Geschehen, was heute relevant wird. Wir haben heute ein Treffen. Da wird Janet Yellen sich mit der SEC treffen, mit der Fed treffen, mit der Fed von New York und mit der CFTC, also der Commodity and Future Trading Commission. Das wird ein interessantes Treffen, der Anlass GameStop. Was ist da genau passiert? Das ist die große Frage. Und wirklich lustig ist der Freak mit dem Namen hier Deep Fucking Value.
ist auch eingeladen, der also hier massiv spekuliert hat in GameStop, schon sehr, sehr viele Gewinne gemacht hat, aber dann mit dem Fall der Aktie diese Gewinne doch wieder teilweise abgeben musste. Auch Vlad Tenev von Robinhood wird dabei sein. Also das wird ein interessantes, ein wichtiges Treffen. Apropos Robinhood, die haben jetzt wieder die Limits nach oben gesetzt, wie viele GameStop-Aktien man kaufen kann. 500 Aktien bei AMC sind es 5.500. Gestern GameStop bei 89 Dollar geschlossen, nachdem es kurz nach oben ging, weil das Unternehmen mitgeteilt hat, wir haben jemanden eingestellt, der sich mit E-Commerce auskennt, ja, ein bisschen spät, aber die Aktie dann erst deutlich gestiegen, um dann aber einfach wieder zurückzukommen, die Luft scheint raus zu sein. Da sieht man auch, dass zum Beispiel hier The Roaring Kitty, der schon im August 2020, also lange her, Videos über GameStop gemacht hat, gesagt hat, da ist eine potenzielle Turnaround-Story, da ist vor allem eine riesige Shortquote von Hedgefonds, das könnte eine interessante Geschichte werden, der also sehr, sehr früh dran war, ein Early Adopter, eines der Reddit Vorbilder, wenn man so will, der hat jetzt aufgehört, seine täglichen Updates zu geben, seines Portfolios in Sachen GameStop, seines Kontos, das hat er täglich gezeigt, jetzt ist der Schluss damit, scheinbar erstmal, er sagt vorübergehend, aber mal gucken, also das sind so Zeichen, dass die Party jetzt vielleicht wirklich gelaufen ist und es gibt so Untersuchungen hier zu den Robinhood-Konten, da sind zum Beispiel im Dezember, das war noch vor dieser ganzen Geschichte, 13,6 Milliarden Aktien gehandelt worden, die nicht aus dem S&P stammen. Das ist das Vierfache dessen, was ein Jahr zuvor gehandelt wurde bei Unternehmen, die nicht dem S&P 500 angehören, also eher kleinere Werte sind in der Regel. Und von den 100 meist gehaltenen Aktien auf Robinhood sind immerhin 12 mit einem Aktienpreis von unter 5 Dollar, also eher Penny Stocks kann man sagen. Wie gesagt, das war alles vor dieser ganzen Geschichte um GameStop, AMC und etc., bevor das so richtig losging. Also die Leute gehen extremere Risiken ein, gar keine Frage, und handeln eben solche kleinen Aktien. Aber kommen wir jetzt noch abschließend zum deutschen Geschehen. Heute das größte IPO seit 2019 steht an, Auto1 Group. Hier um und bei 1,8 Milliarden Euro sollen hier praktisch erlöst werden. Das ist doppelt so viel wie das gesamte IPO-Volumen in Deutschland im Jahr 2020. Schauen Sie mal da, 2020, da ist fast gar nichts passiert in Sachen neue Börsengänge in Deutschland. Und jetzt kommt gleich so ein Dickfisch, das wird ein großes Thema heute werden. Und in Sachen IPOs stehen die Amerikaner ganz anders. Da gab es nämlich in 2020 407 IPOs. Mehr als das Doppelte so viel wie im Vorjahr. Also wir sehen, die Amerikaner, die leisten sich eine richtige Party. Die Deutschen sind ein bisschen depressiv, kommen da nicht recht mit. Und die Frage ist, ob die Party jetzt ein bisschen spät ist und ob dieser ganze Hype um GameStop vielleicht auch ein Anzeichen war dafür, dass jetzt erstmal die Musik schon ausgespielt ist. Und das wollte ich eigentlich nicht zeigen, das ist ein gesammeltes Nichts, aber vielleicht ist das die Quintessenz dessen, was ich jetzt heute Ihnen gesagt habe. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in den Tag und sage Ihnen Servus und ciao.